So, ursprünglich wollte ich ja über die Einflussfaktoren der zukünftigen Themen, die Ihre Vertriebsstrategie beeinflussen, sprechen. Ich habe mir dann gestern Abend überlegt, ich ändere das Thema, weil Sie könnten ja theoretisch auch mein Buch lesen, da wissen Sie alles. Und ich habe so einen kleinen didaktischen Schwenk gemacht, deswegen habe ich mir auch ein Skript erstellt. Das ist heute um 4.15 Uhr morgens gedruckt worden. Das heißt, ich werde die nächsten 20 Minuten mit Ihnen einen Blick in die Zukunft des Vertriebs werfen. Und diese Zukunft findet in einer sogenannten postdigitalen oder neoanalogen Ära statt. Das heißt, wir werden nicht mehr unterscheiden zwischen digital oder analog. Es wird eine Selbstverständlichkeit, dass das eine in das andere übergeht und dass alles miteinander vernetzt ist. Es gibt heute schon einige Beispiele. Nehmen wir Amazon Go, Supermarkt ohne Mitarbeiter, ohne Kassen. Sie gehen dort rein, füllen ihren Warenkorb, gehen wieder raus. Fühlt sich ein bisschen an wie Clown. Aber spätestens, wenn Sie einen Kontoauszug bekommen, wissen Sie, dass Amazon ganz genau weiß, was Sie da mitgenommen haben. Es gibt noch weitere Beispiele. Nehmen wir das größte Taxiunternehmen der Welt, das kein Fahrzeug besitzt, Uber, oder den größten Immobilienvermittler, der keinen Makler hat, Airbnb, oder eine der größten Banken der Welt, die eigentlich gar nicht bekannt ist, weil da kaum Banker arbeiten, das Alibaba.com. Das sind so typische Beispiele für eine Entwicklung, wo das eine sehr nahtlos in das andere, das Analoge, sehr nahtlos in das Digitale übergeht. Besonders wichtig für Sie ist, dass alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, technologisch machbar ist. Also es ist kein Science Fiction, es sind keine Visionen, sondern es ist technologisch machbar. Wir haben allerdings einen limitierenden Faktor: den Menschen. Und es ist der einzige Faktor, der sozusagen diese Technologie noch nicht einsetzbar macht. Und vielleicht so als Psychologe gesprochen, warum habe ich diese kleine didaktische Änderungen vorgenommen. Ich weiß, dass es für unser Gehirn normal ist, von der Gegenwart in die Zukunft zu denken. Und wir denken so jeden Tag zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken und 95% der Gedanken sind die gleichen Gedanken, die wir am Tag zuvor, zuvor, zuvor und zuvor gedacht haben. Und ich würde Sie jetzt bitten, mir Ihr Gehirn mal so für 20 Minuten zu leihen, um diesen Prozess mal umzudrehen. Und das hat sich, ehrlich gesagt, auch in vielen Strategieentwicklungsprozessen als sehr hilfreich erwiesen, von der Zukunft in die Gegenwart zu denken, weil diverse Limitierungen dann einfach wegfallen. Lassen Sie uns mal vorab einen kurzen Blick in die Gegenwart der Zukunft werfen. Dass die Digitalisierung tief in unsere ökonomischen und sozialen Strukturen eingreift und den Titel die vierte industrielle Revolution zurechtträgt, ist ja keine Neuigkeit mehr. Interessant ist, Digitalisierung erzeugt ja physische Mobilität und diese physische Mobilität führt zur globalen Konzentration. Das heißt, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit leben zwei Drittel der Menschen in Städten. Wir erleben also eine ganz neue Form von Urbanisierung und diese Smart Cities sind im Prinzip auf Logarithmen getaktete Lebens- und Produktionsstätten. Das heißt, Big Data, Data Lakes, Algorithmen sorgen für die Auslastung öffentlicher Gebäude, indem wir jetzt mal, ob es jetzt ein Theater ist oder ein Krankenhaus ist. Und es gibt auch schon wieder sehr gute Beispiele dafür. In Boston, das Medical Center ist eines der ersten Krankenhäuser, das auf so einem Algorithmus aufgebaut ist. Die sind nicht nur führend in der Diagnostik, sondern sie können auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 94% sagen, welcher Patient in den nächsten 2 Wochen sterben wird. Und darüber steuern die sozusagen ihre komplette Logistik. Das ist ein Krankenhaus, was nie überbesetzt ist. Und natürlich ergeben sich daraus ein paar ethische Fragen. Nämlich, wie geht ein Mediziner oder das Pflegepersonal mit jemandem um, der mit 94%iger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 2 Wochen stirbt? Gibt auch in Europa schon nette Beispiele. Ich weiß nicht, war jemand von Ihnen vor kurzem in Amsterdam? Niemand? Gesetzt den Fall, Sie würden nach Amsterdam fahren oder fliegen, würden Sie eher in die hellen oder eher in die dunklen Ecken gehen? In die hellen. Ja, hätte ich auch gesagt. In Amsterdam hat die Stadt zusammen mit Philips ein Projekt gestartet, und zwar dort, wo die Kriminalität sehr, sehr hoch ist. Dort wird automatisch, wenn genug IP-Adressen bzw. Geodaten anfallen, wird automatisch das Licht heller gemacht. Also wenn Sie das nächste Mal in Amsterdam sind, na, da wo es besonders hell ist, passen Sie gut auf sich auf. Fakt ist auch, wann immer wir eine Technologie entwickelt haben, wurde sie auch eingesetzt. Und das gilt für die Dampfmaschine genauso wie die Atombombe. Und ich bezweifle, dass es sich mit der Digitalisierung anders verhalten wird. Also ich schätze mal, dass das, was wir an Möglichkeiten haben werden, werden wir auch einsetzen. Und Tatsache ist auch, dass in allen Wirtschaftssystemen
es immer Bestrebungen gab, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Digitalisierung ist Automatisierung, unter anderem auch. Und die bedeutet wiederum Rationalisierung. Und wir haben gemeinsam mit zwei Universitäten mal eine kleine Untersuchung gemacht, wurden jetzt bestätigt von der Uni in Oxford. Wir haben 700 Berufe identifiziert, die in den nächsten 5 Jahren teilweise oder ganz der Digitalisierung zum Opfer fallen werden. Und wenn Sie jetzt glauben, dass es da nur um die Geringqualifizierten geht, dann muss ich Sie enttäuschen. Es sind besonders die Akademiker, die unter der Digitalisierung leiden werden. Allen voran Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer etc. etc. Wir rechnen mit ca. 140 Millionen verlorene Jobs in den nächsten 10 Jahren von sogenannten Wissensarbeitern, die durch Algorithmen ersetzt werden. Und Fakt ist auch, und jetzt machen wir mal weiter, eine weitere Tatsache, meine Uhr läuft, ist, dass die Wertschöpfung ja zunehmend ins Digitale wandert. Im B2B kennen wir es, B2C ist bei uns normal. Wir alle tragen riesige Shopping-Malls in unserer Tasche. Wir können unlimited einkaufen zu jeder Tageszeit, sozusagen direkt vom Gehirn in den Supermarkt. Aber auch im B2B wird das Programmatic Buying in Zukunft immer stärker werden. Das heißt, dort werden nicht mehr Menschen miteinander verhandeln, sondern Maschinen. Und diese Maschinen werden intelligent entscheiden, ob sie und welches Produkt sie in welcher Zeit brauchen. Es gilt momentan natürlich nur für Standardprodukte und Rohstoffe, aber die Entscheidungsfindung einem Algorithmus zu überlassen, ist ja auch keine Neuigkeit. Wer von Ihnen ist mit dem Flugzeug hergekommen? Okay, Sie sind mit dem Algorithmus geflogen, nennt sich Autopilot. Und Algorithmen sind nun mal intelligenter wie Menschen. Und ich weiß, da treffe ich normalerweise auf Widerstand, ich werde es Ihnen aber gleich beweisen. Stellen Sie sich mal vor, ein Unternehmen wäre durch eine intelligente Maschine gesteuert. Also gesetzt im Fall, es würde Unternehmen geben, die so gesteuert werden, hätten wir wahrscheinlich in Deutschland keinen Dieselskandal. Warum? Weil Maschinen sind nicht korrumpierbar. Wenn wir jetzt über, wahrscheinlich fragen Sie sich, was das alles mit Vertrieb zu tun hat, ich werde es Ihnen gleich sagen. Es ist Fakt, dass der Einkäufer im B2B genauso durch einen Algorithmus ersetzt wird, wie das im B2C-Bereich ja auch schon passiert ist. Wir nehmen mal Alibaba.com als Beispiel, eine Plattform, die schon ganz tief im B2B verankert ist. Viele von uns haben das noch nicht so richtig auf der Bewusstseinsebene. Ich habe ein interessantes Beispiel eines meiner Kunden, baut Sondermaschinen für die Textilindustrie, hat alle 5 Jahre eine neue Gerätegeneration und das schon seit 50 Jahren. Und diese Maschinen brauchen bestimmte Spezifikationen, da sie in geografischen Bereichen eingesetzt werden, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und diverse andere Limitierungen sind. Und er hatte einen Key-Account, klassisches Prinzip, ein Kunde, mit dem er 80% seines Umsatzes gemacht hat. Und er war gewohnt, dass der Kunde nach 4 Jahren kommt und sagt, wir brauchen die nächste Maschinengeneration, neue Spezifikationen, neue Technologien, vielleicht andere Motoren etc. etc. Jetzt rief der Kunde aber nicht an. Nach 4,5 Jahren hat er immer noch nicht angerufen und dann kam der Unternehmer zu uns und sagte, ich weiß nicht, warum der nicht anruft, aber könnt ihr den mal anrufen? Haben wir dann getan. Die Antwort war ganz interessant. Der Kunde sagte, naja, wir haben uns schon überlegt, jetzt eine neue Maschine bauen zu lassen, aber wir haben dann festgestellt, dass es eine Maschine genauso, wie wir sie brauchen, mit genau diesen Spezifikationen am Markt schon gibt und haben sie dort gekauft. Und ich habe gefragt, wo sie gekauft haben und er sagte, ja, Alibaba.com. Und zwar für 30% weniger, als es normalerweise gekostet hat. Und wenn wir in der Industrie mal ein bisschen tiefer reingehen, dann werden wir feststellen, dass auch die Kunden dort eine nahtlose Customer Journey erwarten. Das bedeutet, was wir früher als Kundenorientierung bezeichnet haben, nennt sich heute Customer Centricity. Und das bedeutet, dass es eine durchgängige Unternehmensstrategie geben muss, die sich originär am Bedürfnis des Kunden ausrichtet. Und damit ist auch ein grundlegender, neuer, integrativer Managementansatz gemeint, der viele Dinge auflöst, die wir in den klassischen Strukturen noch haben. Also wir leben in unseren Organisationen immer noch so im Clausewitzschen System. Also sprich Organisation, Hierarchie, Prozesse. Und das dann unterteilt in unterschiedlichen Abteilungen, die dann auch noch wiederum durch eigene Führungskräfte geführt werden. Und diese Strukturen werden sich auflösen müssen, denn wir werden im nächsten Schritt etwas erleben, nämlich das Thema künstliche Intelligenz, das es zum Teil ja auch schon gibt. Google baut gerade einen Campus in Zürich,
holt sich 300 Wissenschaftler weltweit dort zusammen, um an KI-Konzepten zu arbeiten. Und wenn wir mal ein kleines Beispiel nehmen, ja, dieses Symbol steht für Voice. Voice ist momentan ja so der große neue Treiber. Alexa. Wer von Ihnen hat Alexa zu Hause? Okay, noch nicht so viele. Also für die, die es nicht wissen, Alexa hat wenig zu tun mit Spracherkennung und schon gar nicht mit Wort identifizieren. Denn Stimme erzeugt Stimmung und aus ihrer Stimme, aus den Sprachmustern, die sie nutzen, können wir, das ist eins meiner Institute, psychometrische Daten ermitteln, die uns Auskunft geben über Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, Bildung, politische Meinung, sexuelle Präferenzen etc. Jetzt ist aber still. So, der nächste Schritt, Alexa wird bald Augen bekommen. Das heißt, Alexa wird lernen, unsere Micro-Expressions zu lesen, also sprich unsere Mimik, unsere Gestik. Und wir werden dann Alexa, der dann vielleicht Alex heißt, durch unsere Wohnung, durch unser Haus nehmen, unsere Familie vorstellen. Und dann wird Alexa oder Alex wissen, wie es uns geht, etc. pp. Und so einen kleinen Vorgeschmack, was heute schon machbar ist, was auch schon gemacht wurde, hat uns Facebook gegeben. Facebook hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem sie prognostizieren können, aufgrund der Posts, ob sie suizidgefährdet sind oder nicht. Das heißt, wenn sie entsprechend posten, dann stellt Facebook fest, ist dieser Mensch suizidgefährdet und ich hoffe, Sie gehören nach meinem Vortrag nicht zu der Zielgruppe, wird Ihnen dann entsprechende Informationen geben, an wen Sie sich wenden können. Und Facebook ist in der Lage, zwischen depressiven Episoden und tatsächlicher Suizidgefahr zu unterscheiden. Also Sie sehen, es ist heute schon ziemlich viel möglich. Wir arbeiten momentan mit einem großen Telekommunikationsanbieter an einer Callcenter-Lösung, die voll digitalisiert ist auf Basis der Technologie von Amazon, also sprich Alexa. Und wir sind da schon ziemlich weit. Wenn wir uns überlegen, wo wir heute gerade stehen, ja, also bisher konnten wir nur Personen, Bewegungs- und Transaktionsdaten in irgendeiner Form miteinander verbinden. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass auch noch Gesichtserkennung relevant wird und auch sozusagen ein Stück weit in die Digitalisierung mit einfließt, dann werden wir ja komplett mobil. Und da kommen wir jetzt zu einem neuen Vertriebsweg, nämlich dem sogenannten Omnichannel. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie gehen in ein Restaurant und die Küche weiß, welche Unverträglichkeiten Sie haben, welche Lieblingsspeisen Sie essen, wird in Echtzeit, also Sie betreten das Restaurant, parallel wird eine individuelle Speisekarte für Sie erstellt. Allerdings nicht nur mit Ihren Lieblingsgerichten, sondern ein Algorithmus rechnet, was Sie auf Basis Ihrer Präferenzen noch an bestimmten Nahrungsmitteln gerne zu sich nehmen könnten. Und dieses Restaurant gibt es, gibt den ersten Test und der funktioniert ganz gut. Und damit sich jetzt das Ganze so ein bisschen verdichtet, die Frage, was hat das alles mit Vertrieb zu tun? Ziemlich viel. Also kommen wir zum Kern des Vortrags. Was sollten Sie bei Ihren zukünftigen Vertriebsstrategien beachten? Das erste wäre, dass Sie keine Vertriebsstrategie brauchen. Das wäre mal das Wichtigste. Warum? Weil Sie nicht mehr in Abteilungssilos denken, sondern in Customer Centricity. Also in durchgängigen Konzepten. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, die Wertschöpfung des Kunden zu optimieren. Und dazu brauchen Sie, und jetzt kommt der zweite Punkt, Daten. Und Daten bedeutet, dass Sie Prognosen über Einkaufsverhalten Ihrer Kunden in Zukunft bestimmen können. Dazu müssen Sie Probleme identifizieren, die der Kunde in Zukunft haben wird. Und vor allen Dingen müssen Sie berechnen können, wie die sich auf die Wertschöpfung beim Kunden auswirkt. Das wird ein ganz elementarer sein. Dritter Punkt, Psychometrie wird enorm wichtig. Das heißt, so diese klassischen Verhandlungssituationen, wie wir sie heute kennen, face-to-face, die wird es noch geben. Allerdings werden beide Verhandlungspartner sehr, sehr gut informiert sein und auf Basis von psychometrischen Daten wissen, was der Gesprächspartner in dem Gespräch erwartet. Sie werden in Zukunft eine andere Spezies von Vertriebsmitarbeitern brauchen. Das heißt, wenn Sie Ihren Vertrieb qualifizieren wollen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter in die Zukunft bringen wollen, dann müssen Sie ihnen Dinge beibringen, die Maschinen nicht können. Also Wissen wird Ihnen da nicht weiterhelfen. Sie sollten Ihre Mitarbeiter dort schulen oder trainieren in dem Bereich Empathie, Kreativität, Design Thinking, lösungsorientierte Kommunikation, denn diese Dinge können Sie nicht im App Store kaufen. Den Rest bekommen Sie dort. Die Unternehmensstrategie ist die Vertriebsstrategie.
Und das Ziel ist, den Kunden so eng wie möglich in dieser Customer Journey zu begleiten und an den Customer Touchpoints bestmöglich abzuholen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, was ich Ihnen gleich sage, aber es gibt einen einzigen ziemlich wirklich banalen Grund, wofür wir diese ganze Technologie brauchen. Nämlich um ein gutes Gefühl zu erzeugen. Wenn Sie überlegen, alle Ihre Handlungen, egal was Sie tun, haben nur ein Ziel, damit Sie ein gutes Gefühl haben. Das heißt, wir brauchen die ganze Technologie am Ende des Tages nur dafür, dass der Kunde ein gutes Gefühl hat. Das Produkt wird in diesem ganzen Verkaufsprozess immer mehr an Bedeutung verlieren. Und was zählen wird, ist das sogenannte Einkaufserlebnis. Und das ist das, was in Zukunft wichtig sein wird. Schon Freud wusste, das Gehirn tut alles, um Lust zu empfinden und Schmerz zu vermeiden. Das gilt übrigens auch für die, die Lust beim Empfinden von Schmerz haben. Zentrale Rolle wird Ihr Customer Relation Management sein. Und dabei geht es aber nicht um eine Software, sondern beim CRM geht es in erster Linie um eine Haltung, denn mit einem guten CRM analysieren, führen, kontrollieren und steuern Sie Ihre kompletten Vertriebswege. Und wenn Sie schon eine Strategie für den Vertrieb brauchen, dann brauchen Sie eine CRM-Strategie. Denn wir haben in den letzten 20 Jahren unzählige CRM-Projekte gemacht und die Liste deren, die wir gesehen haben, wo das CRM zum Verkaufsverhinderungsinstrument wurde, anstatt zum Treiber, die ist wesentlich länger als die Liste, wo CRM-Implementierungen erfolgreich waren. Und ich habe es genau geschafft, ich habe nur eine Minute. Ein Unternehmen zukunftssicher zu gestalten, ist mit Sicherheit die anspruchsvollste, aber auch die wichtigste Aufgabe von Führungskräften. Ich konnte Ihnen hoffentlich in diesen 19 Minuten, die ich jetzt gebraucht habe, so einen kleinen Einblick in das geben, was in sehr, sehr, sehr naher Zukunft auf uns zukommt. Und ich bin heute den ganzen Nachmittag noch da, das heißt, sollten Sie mich irgendwo sehen und Fragen haben, bitte sprechen Sie mich an. Ich wünsche uns heute noch einen sehr erkenntnisreichen Tag, das dürfte ja ohne Zweifel werden. Und Ihnen wünsche ich, dass Ihnen alles so gut ausgeht, wie mir meine Haare. Vielen Dank.